Willkommen, Freunde, zurück zu einer weiteren Folge Blown Star Defense 5. Es geht weiter mit einer zufälligen Mission. Bleib bei deinen Waffen-Upgrades, die ändern, was den Thomas Waffe. Was? Upgrades, die ändern, was der Thomas Waffe verwendet, sind nicht erlaubt. Absolviere die Runden 30 bis 75 von Parkweg auf Schwierigkeitsstufe Schwerter hat und 8000. Upgrades, die ändern, was der Thomas Waffe verwendet. Theoretisch ist also Ninja-Affe möglich. Belohnung kriegen wir $76, nehmen wir mit. Theoretisch ist es also möglich, dass wir den Ninja-Affen hinsetzen auf Blue Nizo. Sehe ich das richtig? Ja, das ist möglich. Easy going. Klebstoffschütze. So, auf geht's, ja, würde ich sagen. Hau rein. Ja, wir könnten jetzt also mit dem Ninja-Affen spielen die ganze Zeit. Oder wir könnten noch nehmen, also das würde keine Waffe verändern, das bekommt... Was zum Geier wird denn hier bitte waffenmäßig verändert? Hallo? Gar nichts. Alle bleiben bei ihren Standard-ATKs. Hm, komisch. Machen wir auf jeden Fall mal Klebstoffkleckse. Oh, oh, ich bin am Arsch. Ich bin richtig am Arsch. Oh mein Gott, ich bin am Arsch. Restarting! Na, wobei, wir gucken ganz kurz, ob wir... Aber ich glaube, wir sollen 60 Leben pro Dings, oder? Andi, das ist okay. Na, damit kann ich leben. Damit kann ich leben. So. Aha. Okay, also Ninja-Affe. Ist schon mal möglich. Wir könnten hier definitiv noch ein... Ja, wird auch möglich sein, also... Hier ist nichts, was mal so ein bisschen mein Attack verändert. Es könnte sein, dass das Affendorf kein Energieleuchtfeuer sein kann, aber ich meine, who cares? Ansonsten müsste ich das hier. Wobei, das hier kriegt einen Nagelkatapult. Das könnte vielleicht sein, dass es nicht geht. Ja, da ist das Nagelkatapult. Blendgranate könnte nicht gehen, das ist auch möglich. Schauen wir mal ganz kurz. Ja, Blendgranate ist also auch nicht möglich. Das ist aber schade. Aber Dreifachwurfpfeil, gut, das sind ja Wurfpfeile, logisch. Dreifachwurfpfeil geht. Kanone bleibt bei einer Kanone. Wobei, es könnte der Raketenwerfer, der könnte nicht möglich sein. Der darf keine Glyphen und kein Feuer schmeißen. Also, gibt's doch schon einige, was so ein bisschen, ja, ein bisschen die Waffen verändert. Also, ich werde auf jeden Fall Eisbrocken skin, holy shit. Ihr werdet sowas von leiden, ihr Mist. Bloons. Ey, guckt euch ja, 1400 hat er schon kaputt gemacht. What the fuck? Das ist ja richtig optimal hier, diese Kurve. Holy shit. Boah, der ist der Eishauer mal richtig am Glänzen hier. Der macht ordentlich Schaden. Eistower bleibt. Könnte sein, vielleicht ist der arktische Wind, wobei wir hätten den arktischen Wind gerade skillen können. Der ist bleibt. Der hier kriegt auf jeden Fall, der kann auf jeden Fall, muss keiner denn schießen. Der kann zu einem Flugzeugträger werden. Es kann sein, dass das verboten ist. Das hier kann sein, dass die letzte Stufe hier mit dem... Ach, wie heißt es? Die teure Stufe halt. Dass die nicht erlaubt ist. Wir haben übrigens schon wieder 7000. Da mal bitte Blumenlösungsmittel. Vielen Dank. Nächste Runde kommt übrigens ein... Ja. Verdammt. Ob wir den down kriegen? Mal gucken. Der Eisturm ist relativ gut hier, ne? Also der macht schon ganz gut Schaden. Ja, kriegen wir down, denke ich mal, oder? Wenn wir den down haben, müssen wir neu anfangen. Wäre jetzt auch nicht so schlimm, aber... Nee, wir müssen nicht neu anfangen, weil Ablenkung OP. Ach so, krass. Was kann man sonst noch hinsetzen? Bananen braucht man nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Wir könnten eine Nagelfabrik hinsetzen. Just for fun da hinten. Oder wir spammen einfach mit Ninja-Affen rum, das geht auch. Also auf jeden Fall der Eistower ist sehr, sehr cool, der Eisturm. Wir könnten vielleicht noch ein Eis... Na, wobei, ist egal. Einfach ein paar mehr Ninja-Affen, dann funktioniert das auch schon. Ja, 12.000 Popcorns, nicht übel, wa? Nächste Runde kommen zwei Mobs. Setzen wir den mal hier hin. Könnte man noch einen Scharfschützen mitnehmen?
Der sollte sich angriffsmäßig auch nicht verändern. Halbautomatisches Gewehr will ich mitnehmen. Der kann ruhig auf dem ersten stehen bleiben. Der wird ja sowieso gleich die ersten alle wegsnipern. Oh, 5000 Popcorns auf dem Eisturm. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Zack, 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 zack. Jetzt fehlt dann noch die... Erster. Jetzt fehlt dann noch die 0,50. Das ist eine komische Mission, weil sie wirklich, also eine komische, zufällige Mission, weil sie wirklich kaum, also kaum Einschränkungen hat. Das ist eigentlich totaler Käse, was hier ist. Oh, zack, 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 zack. Also finde ich es jetzt nicht sonderlich, 30 bis 70, glaube ich, war es gewesen, bei Parkweg, diese Mission hier. Ist jetzt nicht sonderlich schwierig, muss ich sagen. Aha, okay. Achso, die Keramiknägel natürlich. Aber die Mobschreiternägel gehen. Hm. Na dann. Was haben wir sonst noch? Wir könnten hier noch vielleicht den Mörser mitnehmen. Dann schießen wir hier hin. Na, oder am besten da, wo sie eingefroren werden. Zack, zack, zack. Signalgeber brauchen wir nichts, dann machen wir die hier. Wir lassen aber gut was platzen, ey. Der große. 10.800. Hm. So, Moab-Schreddernägel, ne? Hier so und so. Na, wisst ihr ja. Easy. Aber guck dir mal an, was der für richtig fette Popcorns dazu bekommt die ganze Zeit. Sollten vielleicht noch ein Stück an den Anfang setzen. So. Der große. Von nicht explodieren lassen jeweils drei Blumen statt zwei, drei und dafür 10.800. Das ist schon sehr, sehr teuer, muss ich sagen. Aber naja. So ist das halt. Wir können ein paar mehr mal hin machen, falls hier wirklich mal einer durchkommen sollte. Einfach just for fun. Den nächsten Nagelteppich hier aufbereiten. Dass sie da unten nicht mehr durchkommen. Oh, 63. Runde übrigens. Ist mir gerade gar nicht so aufgefallen. Oh, sie kam durch meine Nägel. Oh, wow. Sind das viele gewesen noch. Das waren ja doch noch ein paar gewesen. Nein, glücklich habe ich Ablenkung. Ohne Ablenkung wäre ich, glaube ich, schon ziemlich am Arsch. 18.000 Popcorns. Alter. Was machen diese Eistower? Holy shit. Na gut, gerade die Keramik, die haben ordentlich was gemacht. Die Keramikrunde. Leute, wow, also wirklich. Eisbrocken macht richtig. Ist cool. Guck mal hier, dieser verlängerte Teppich aus Moab-Schreddernägeln. Die bleiben einfach am Ding hängen. Wollen wir nicht mal in den nächsten hier hinsetzen. Sieht mega cool aus, wenn hier alles einfach bedeckt ist. Und die einfach mal nicht durchkommen. Weil OP-Nägel. Aber wir haben ja kaum noch Geld. Kaum noch Money. Und ist ja gleich schon Runde 70. Na, BFB, komm durch, ja. Komm runter. Da, zack, 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 zack. Alle werden zerschreddert. Und mittlerweile 23.000 Popcorns. Irre. Ninja-Affen noch? Ne, braucht man nicht. Ich mache lieber ein paar Nagelfabriken. Oder baut die erstmal aus hier. So. Sieht das nicht toll aus, so ein riesig langer Nagelteppich? Achso, hier fährt ein Affendorf mit Radarscanner. Aber jetzt kommen wir auch zu spät. Ist ja schon Runde 70. Oh, geht weiter. Okay. Habe ich was verpasst? Ich weiß. Ich hab die Mission schon wieder ganz vergessen. Verdammt, so, Radarscanner, komm her hier. Wichtig für die Tarnbloons dann. Affenleuchtfeuer, damit sie eine höhere Range bekommen. Was, ja genau, Affenleuchtfeuer war es gewesen. 73. Runde, oh, oh.
Ob die Moab-Schreddernägel dort reichen werden? Nein, werden sie natürlich nicht. Aber wir werden wieder alle zurückhauen. Und währenddessen haben die Nagelfabriken wieder Neues produziert. Mieser Kreislauf. 27.000 Popcounts. Mehr als... Naja. Als mein dritter Ninja-Affe. Okay. Ich brauche mehr Nagelfabriken. Oh, das war es bestimmt schon gewesen, oder? Ja, okay, das war es gewesen. Ich glaube, das waren 75, aber ist auch egal. $76 für so eine relativ einfache Mission. Also, war an sich ganz cool, dass man das halt nicht benutzen durfte, was sich halt die Waffen behindert. Aber so wirklich Einschränkungen gab es dabei nicht, ne? Schon wieder Park. Irgendwie haben die Leute das echt mit der Strecke Parkweg, ey. Wahnsinn. Benutze dabei große Maschinen, die von kleinen Affen gefahren werden. Da würde ich das Nagelkatapult nehmen, den Freibeuteraffen und das Fliegerast. Und nicht den Mörser und das Maschinengewehr. Aber, erstmal keinen Bock mehr jetzt gerade. Immer noch 7 Coins. Ich kriege auch keine natürlich zu viele Missionen. Mir wurde auch mal geschrieben, dass sie lieber diese große Blumensabotage. 20% scheint bei der letzten Stufe zu sein. Die darunter gesetzt werden. 20% weniger sollte man vielleicht auch machen. Jetzt sind wir bei aktuellem Bonus. 6% weniger Leben. 20% weniger Leben kann auf Dauer schon wirklich eine ganze Menge sein. Hätte uns vielleicht letzten oder vorletzten Part bei den Boomerang, bei dieser Boomerang-Mission vielleicht den Arsch retten können. Aber wer weiß. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zur nächsten Folge von Bloons Tower Defense 5. Ciao.